Der Frankfurt-Marathon, Deutschlands ältester Stadtmarathon. Das Laufen wird massenkompatibel. Aber was macht den Frankfurt-Marathon besonders? Man könnte meinen, dies war der Höhepunkt 2011. Wilson Kipsang auf Weltrekordjagd. Unter dem Leistungssportaspekt mag das sein, aber es liegt nicht an den fehlenden 4 Sekunden, dass dies aus Betrachtung der Fernsehmacher ganz anders ist. Kipsangs Sensationslauf war ein emotionaler Moment, aber keine emotionale Geschichte. So wie 2015. Arne Gabius, auch eine Rekordjagd, aber ein roter Faden. Die Geschichte um einen deutschen Rekord. Arne Gabius, rein in die Festhalle. Das muss er schaffen, Arne Gabius, und er wird es schaffen. Es wird neuer deutscher Rekord. Gabius wird dieses Rennen nicht gewinnen, aber das ist doch gar nicht das Thema. Die Story muss nicht der Sieger sein. 2010. Die Übertragung wird nominiert für den Deutschen Fernsehpreis. Michaela Kummer und Regina Vollbrecht auf Weltrekordkurs. Für Sehbehinderte und Blinde. Alles Gute, Michaela. Alles Gute, Timo. Bis später. Lauf gut durch, Mädels. Zwei faszinierende Geschichten. Fernab von Antrittsgagen und Preisgeldern. 2008. Ein Duell. Sabrina Mockenhaupt gegen Melanie Kraus. Und die beste TV-Quote, die der Frankfurt-Marathon jemals erreichte. Die Männer übrigens spielen eine Nebenrolle. Ihre Geschichte aber ist besonders. So wie Claudia Dreher, 1998, ein windumtoster Lauf. Später sagt sie, es war der schwerste Marathon, den ich jemals lief. Dazu muss man nicht gewinnen.